Playoff-Zeit in der Rhein-Main-Region. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sportschau. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Das sind unsere Themen von heute. Playoff-Spiel 1. United Volleys gewinnen 3:0 gegen Herching. Playoff-Spiel 2. Löwen Frankfurt gewinnen in Freiburg deutlich mit 6:2. Playoff-Spiel 3. Löwen gewinnen auch das dritte Duell, wenn auch knapper, mit 4:2. Wir starten mit Eishockey. Die Frankfurter Löwen treffen im Playoff-Viertelfinale auf die Wölfe aus Freiburg. Das erste Spiel konnten die Frankfurter souverän gewinnen und auch im zweiten Spiel haben sie eine gute Rolle gespielt. Mit einem Auswärtserfolg wollten die Löwen den zweiten Sieg in der Serie gegen Freiburg einfahren. Dass dies aber nicht selbstverständlich ist, wussten die Frankfurter aus der Hauptrunde. Beide Spiele konnten die Hessen zwar gewinnen, aber jeweils nur knapp. Dass Spiel 2 der Playoff-Serie aber spannend werden sollte, das verneinten die Löwen direkt in den Anfangsminuten. 150 Sekunden waren gespielt, da jubelten die Frankfurter zum ersten Mal. Torschütze, Brett Breitkreuz. Und nur 30 Sekunden später klingelte es bereits zum zweiten Mal im Freiburger Kasten. Diesmal war Roman Fennings der Torschütze. Freiburg zu Beginn des Spiels restlos überfordert. Im zweiten Abschnitt hatten sich die Gastgeber vorgenommen, etwas konzentrierter zu Werke zu gehen und den Rückstand aufzuholen. Doch das klappte so gar nicht. Sehr zur Freude der Löwen. Katastrophaler Abwehrfehler und dieses Geschenk nimmt Clark Breitkreuz natürlich gerne an und erhöht zum 3:0. Und da die Freiburger wirklich ausgesprochen gute Gastgeber sind, gab es nach dem ersten Geschenk gleich noch ein zweites dazu. Die Wölfe wieder im Spielaufbau, der Pass kommt direkt zu CJ Stretch und dieser bedankt sich mit dem 4:0. Freiburg völlig von der Rolle und das Spiel zu diesem Zeitpunkt eigentlich entschieden. Auch wenn die Gastgeber den Rückstand noch einmal verkürzen konnten. Wirklich gefährdet war der Frankfurter Sieg nicht mehr, selbst als Freiburg auch noch auf 4:2 verkürzen konnte. Am Ende drückten die Löwen wieder etwas mehr aufs Gas und konnten noch zweimal jubeln. Clark Breitkreuz erzielte noch seine Treffer 2 und 3 des Tages. Die Löwen gewinnen am Ende das Auswärtsspiel in Freiburg deutlich und auch in dieser Höhe absolut verdient mit 6:2. Mit diesem Leistungsunterschied ist die Frage, ob die Freiburger überhaupt ein Spiel gegen Frankfurt in dieser Serie gewinnen können. Mit 2 Siegen auf der Habenseite schafften die Löwen dann auch den Erfolg im dritten Spiel. Und das vor allem, weil ein Spieler ganz groß auftrumpfte. 5 Tore aus den letzten beiden Spielen. Clark Breitkreuz ist eine Playoff-Maschine. Dem Deutschkanadier gefällt die besondere Stimmung in der entscheidenden Phase der Saison. Ja, es ist alles etwas anders. Die Atmosphäre, das fängt bei den Fans an und endet bei der Intensität des Spiels. Ein kleiner Fehler kann ein ganzes Spiel drehen. Es macht aber mehr Spaß, diese besondere Playoff-Stimmung. Spiel 3 gegen Freiburg schien sich genauso zu entwickeln wie die letzten beiden. Die Löwen, klar, das bessere Team. Und noch keine 5 Minuten waren gespielt, da durften die heimischen Fans zum ersten Mal jubeln. Torschütze, wer auch sonst, die Nummer 71 der Frankfurter, Clark Breitkreuz. Sehr zum Unmut des Freiburger Trainers. Spielstand nach dem ersten Drittel 1:0 für die Gastgeber. Verkehrte Welt, dachten sich wohl die heimischen Fans, denn im zweiten Abschnitt waren es auf einmal die Wölfe, die den Ton in der Partie angaben. Die Hessen gedanklich wohl noch beim Pausentee und das nutzte das Team aus Südbaden zum Ausgleich. Die Löwen mussten im Mitteldrittel allerdings nicht nur den Ausgleichstreffer hinnehmen, sondern Freiburg drehte das Spiel und erzielte sogar den Führungstreffer. Zum ersten Mal überhaupt in dieser Serie lagen die Frankfurter zurück. Das ist Playoff-Hockey. Freiburg ist eben besser ins Spiel gekommen. Ich muss sagen, es war ihr bestes Spiel dieser Serie. Aber wir schauen lieber auf uns, was war gut, was war nicht gut und versuchen so zu spielen, wie wir können. Doch 13 Sekunden vor der zweiten Pausensirene schlug der Mann mit der Rücknummer 71 wieder zu.
Clark Breitkreuz mit dem 2:2 Ausgleich. Im Schlussabschnitt waren es dann wieder die Frankfurter, die das klar bessere Team waren und folglich auch den entscheidenden Treffer erzielten. Wir sind nicht so aggressiv aus der Kabine gekommen wie die letzten beiden Spiele. Aber das ist Playoff, kein Abend ist wie der andere. Aber wir haben Charakter gezeigt und sind zurückgekommen und wir haben gewonnen. Freiburg versuchte noch einmal alles, nahm den Torhüter für einen zusätzlichen Feldspieler vom Eis. Doch diese Idee ging nach hinten los. Die Frankfurter erkämpften sich die Scheibe und dann konnte Nils Liesegang mit dem 4:2 den Sack endgültig zumachen und die Löwen in der Serie mit 3:0 in Führung bringen. Nur noch ein Sieg, dann stehen die Frankfurter im Halbfinale. Ja, der vierte Sieg ist immer der schwerste. Es ist nicht einfach, die Serie zu beenden. Daher sind wir froh, erst einmal Sieg 3 eingefahren zu haben. Meisterlich dagegen die mitgereisten Fans aus Freiburg. Selbst eine halbe Stunde nach Spielende waren sie noch am Feiern in einer mittlerweile leeren Frankfurter Eissporthalle. Wir machen eine ganz kurze Pause, wechseln die Sportart, kommen vom Eishockey zum Volleyball. Bis gleich. Playoff Spiel 1. United Volleys gewinnen 3:0 gegen Herching. Gleich im Studio Volleyball-Nationalspieler Moritz Reichert. Weltmeister, deutscher Meister, Nationalspieler. So erfolgreich die aktuelle Vita meines heutigen Studiogasts, Volleyballer von den United, Moritz Reichert. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Fangen wir ganz aktuell an. Ihr seid letzte Woche, in Mitte der Woche gab es das Rückspiel im Europacup. Erfolgreich in Belgien gewesen, jetzt in Halbfinale eingezogen. Am Wochenende der erste Sieg in den Playoffs, auch das Spiel gegen Herching gewonnen. Im Moment läuft alles super, oder? Ja, wir können auf jeden Fall zufrieden sein mit den letzten Wochen. Jetzt sind wir in der Phase der Saison angekommen, wo es wirklich um alles geht, wo viele K.O.-Spiele sind, nicht mehr die Normalrunde, sodass wir dann schon auch Druck haben in den Spielen. Aber bis jetzt haben wir das ganz gut gemeistert. Und da bin ich auch zuversichtlich, dass wir das so weitermachen. Ihr seid mit einer der jüngsten Teams der ganzen Liga und trotzdem könnt ihr aber mit so einem Druck ganz gut umgehen. Ja, wir haben letztes Jahr jetzt dann schon mal die Situation gehabt, dass wir auch in den Playoffs bis ins Halbfinale gekommen sind. Das heißt, da konnte jeder dann auch schon mal in solchen Situationen ein bisschen Erfahrungen sammeln, haben schon viele gute Spiele gemacht. Ich denke mal jetzt auch die Spiele im CEV-Cup haben uns dann geholfen, nochmal uns als Team weiterzuentwickeln und noch mehr Spiele auf gutem Niveau zu machen. Und von daher klappt das dann immer ganz gut. Natürlich auch dadurch, dass wir dann einen sehr erfahrenen Mann dann auf der wichtigsten Position haben, mit dem Christian Dünnes, der dann auch in entscheidenden Momenten uns als Team auch dann sehr hilft. Und da klappt das dann ganz gut, dass wir oft auch in schwierigen Situationen dann am Ende noch das bessere Ende für uns dann gewinnen können. Obwohl das ganze Projekt mit den United Volleys ja eigentlich erst im zweiten Jahr ist, du bist auch von Anfang an dabei gewesen. Was hat für dich den Ausschlag gegeben zu sagen, ja, ich komme nach Frankfurt, ich spiele bei den United? Also ich finde, man hat direkt am Anfang gesehen, dass das ein sehr ambitioniertes Projekt wird, dass drumherum alles sehr professionell aufgebaut wird und dass jetzt nichts dem Zufall überlassen wird. Das heißt, es war alles geplant, alles durchgeplant, wie es funktionieren soll. Man hat gute Leute geholt im Trainerbereich, drumherum. Das heißt, man hat direkt gesehen, dass es was Großes wird und was sehr Spannendes wird. Und das war dann für mich auf jeden Fall sehr interessant, weil es eben für junge Spieler wie mich praktisch gemacht wurde, wo man in die erste Liga reinfinden kann, Spielpraxis bekommt und trotzdem aber vorne mitspielen kann und super Bedingungen hat. Von daher hat das für mich perfekt gepasst. Du warst ja vorher hier auch in Frankfurt schon im Volleyball-Internat und an der Karl-von-Weinberg-Schule. Hat es auch einen Ausschlag gegeben, sozusagen wieder so ein bisschen zurückzukommen, oder war es dann doch eigentlich nur das Projekt? Also das Projekt war natürlich das Wichtigste, aber war ein schöner Nebeneffekt, dass ich wieder hierher in die Gegend zurückkommen konnte, weil ich ja jetzt vorher auch schon hier gewohnt habe. Auch mein Zuhause ist nicht weit von hier weg, von daher
passt das auch drumherum für mich alles sehr gut. Und ich kannte ungefähr die Abläufe hier, wie es hier aussieht. Mhm. Und das war dann auch nochmal ein gutes, schöne Nebensache. Ja. Der internationale Wettbewerb, wie viel Spaß macht der als Zusatz, ja, Belastung auch zur Bundesliga? Macht sehr viel Spaß, sind wieder neue Erfahrungen. Dadurch, dass wir jetzt auch dieses Jahr im DVV-Pokal schon leider relativ früh ausgeschieden sind gegen Berlin, waren das jetzt dann auch nochmal zusätzliche Spiele zur Liga, die eben erstens ein bisschen Abwechslung gebracht haben und, denke ich, auch einiges fürs Team, wo wir gute Spiele machen konnten, zusammen dann eben auch im Ausland Spiele gehabt haben. Ich denke, das ist für viele junge Spieler dann auch eine gute Erfahrung. Und ja, im Großen und Ganzen sind wir jetzt da auch schon über unsere Erwartungen eigentlich hinaus im Halbfinale und gucken mal, was jetzt da noch geht. Du hast die Auslandsreisen angesprochen. Ihr habt gespielt in Bosnien-Herzegowina, in Serbien, jetzt zuletzt in Belgien. Als nächstes geht es nach Frankreich. Aber viel mehr als Anreise, Hotel und Halle sieht man da doch nicht, oder? Genau, hauptsächlich sind wir da, um das Spiel zu absolvieren. Es ist dann die Anreise, Training dort in der Halle, um sich an die Umgebung zu gewöhnen. Und ansonsten wird man dann normalerweise nicht sehr viel von der Stadt sehen. Vielleicht kommt man mal ein bisschen raus, kann sich ein bisschen umgucken, aber normal ist der Fokus dann eben immer auf dem Spiel. Und ja, das ist dann eben im Endeffekt das Wichtigste. Und nach dem Einzug ins Halbfinale stand das nächste Highlight. Wir haben es eben schon mal angesprochen, das erste Playoff-Spiel gegen Herrsching. Und das Spiel war für einen etwas ganz Besonderes. Sechzigfacher Nationalspieler, deutscher Pokalsieger, italienischer Meister. Christian Dünnes kann mit seiner Karriere mehr als zufrieden sein. Doch nach der Saison ist Schluss. Er wird neuer Sportdirektor des Deutschen Volleyballverbandes. Gedanken, dass das erste Spiel gegen Herrsching sein letztes Heimspiel seiner Karriere sein könnte, macht er sich nicht. Ja, wir spielen nochmal gegen Tour zu Hause auf jeden Fall. Also, ja. Aber ich glaube auch nicht, dass es hinterher ein Thema wird. Ja. Selbst wenn wir im Finale sind und dann das letzte Spiel zu Hause haben. Wir müssen uns Vollgas konzentrieren auf uns und auf den Gegner. Und da ist kein Platz für irgendwas, was danach kommt. Also da bin ich wirklich absolut entspannt. Es ist nicht, dass ich das jetzt mehr genieße als sonst. Ich habe Volleyball immer genossen, genieße Volleyball immer noch. Ja. Und da mache ich mir keine großen Gedanken. Wenn es irgendwann mal vorbei ist, dann ist es vorbei. Und dann beginnt da was Neues. Aber vorher habe ich keine Kapazitäten frei, über irgendwelche anderen Sachen mir Gedanken zu machen. Beide Spiele in der regulären Saison gegen Herrsching konnten die Hessen gewinnen. Doch Playoffs haben, wie der Pokal auch, oft seine eigenen Gesetze. Nicht so allerdings im Spiel 1 der Volleys. Zwar konnten die Bayern lange mithalten, mussten den ersten Satz dann aber doch mit 25-22 abgeben. Der Mann mit der Maske, Jan Klobuchar, mit viel Kraft zum Erfolg. Ja, wir wissen, Herrsching, sehr viele erfahrene Spieler, Superspieler, alle international letztlich mit Erfahrung. Und da haben wir anderen versucht damit gerechnet, dass die, wenn die heute richtig ins Laufen kommen, es ist immer unglaublich schwierig, gegen Herrsching zu spielen. Irgendwie sind die heute nicht ins Spiel gekommen und wir haben es zum Glück genutzt. Von daher freuen wir uns über den ersten Sieg, den wir jetzt auf unserem Playoff haben. Die Partie vor leider nur 1000 Zuschauern war zwar immer knapp, die Fans hatten aber nie das Gefühl, das Spiel könnte kippen. Denn die Volleys spielten sehr abwechslungsreich. Christian Dünnes kann es nicht nur mit Kraft, sondern auch mit Gefühl. Auch im Angriff zeigten sich die Hessen wieder extrem variabel. Moritz Reichert hier mit dem erfolgreichen Angriff. Und dann haben die Volleys ja immer noch ihre Geheimwaffe, der Block. Christian Dünnes ist hier rechtzeitig zur Stelle und punktet. Ist ja eher eine Paradedisziplin von uns. Also wir sind normalerweise eine sehr blockstarke Mannschaft. Jetzt hat Herrsching versucht, uns sehr schnell mit schnellen Spielen auseinanderzuziehen und da unsere Schwächen zu nutzen. Ich denke, das war okay. Das können wir noch besser, als wir es heute getan haben. Aber natürlich ist Herrsching mit Patrick Steuerwald ein Zuspieler, der das auch hervorragend macht. Und von daher, die beiden Spieler haben, glaube ich, heute auch ein bisschen den Stempel im Spiel aufgedrückt. Auch Satz 2 ging an die United Volleys. Von Müdigkeit aufgrund des Europacup-Spiels am Mittwoch war nichts zu sehen.
Ganz im Gegenteil. Das internationale Geschäft gibt dem jungen Team zusätzlich Motivation. Das ist was Geiles, ja. Also das schafft man ganz selten, vor allen Dingen als deutscher Verein. Das kann man nicht in einer Hand abzählen, wie viele das geschafft haben. Und da können wir unglaublich stolz drauf sein. Noch mehr, weil wir jetzt seit anderthalb Jahren als Verein bestehen. Ja, gut, man kriegt jetzt ab und zu mal einen Schulterklopfer, aber da sollte eigentlich das Rhein-Main-Gebiet richtig stolz drauf sein, weil wie viele Teams in den guten, in den großen Sportarten hat das Rhein-Main-Gebiet, die das von sich behaupten können? Nur wenige. Und mit dem Sieg gegen Herrsching war auch für Christian Dünnes klar, es gibt mit dem Europacup und dem möglichen dritten Spiel oder dem Halbfinaleinsatz um die deutsche Meisterschaft mindestens noch zwei weitere Heimspiele in seiner Karriere. Ja, also wird es noch mehrere Heimspiele für Christian Dünnes geben. Ja, wie groß wird die Lücke sein, die er hinterlässt? Es wird auf jeden Fall nicht einfach, das zu ersetzen, was er für die Mannschaft gemacht hat, sowohl sportlich als auch menschlich im Bereich drumherum im Team. Er hat sehr viel Erfahrung mit reingebracht. Von daher, denke ich, hat er da auf jeden Fall Großes geleistet für die Mannschaft und für den Verein. Und ja, das war auf jeden Fall sehr wichtig. Und jetzt ist es aber an der Zeit, dass eben dann die nächsten Spieler diese Verantwortung übernehmen. Das kann auch sicher dann verteilt werden auf mehrere. Eine Person wird das vielleicht nicht in dem Maße ersetzen können. Aber ja, von daher ist es wichtig, dass sich dann eben alle drumherum mehr zusammenarbeiten, um eben das zu ersetzen. Wie wichtig war er auch gerade mit seiner Erfahrung für euch jüngere Spieler? Ja, sehr wichtig. Da kann man natürlich vieles weitergeben. Er hat schon einiges erlebt, nicht nur in Deutschland, auch im Ausland, in der Nationalmannschaft. Und vor allem eben in engen Situationen, in schwierigen Phasen, wenn es mal nicht so gut läuft, dann konnte er erstens auch Verantwortung übernehmen auf dem Feld natürlich und hat viele wichtige Punkte gemacht, das ist klar. Und eben auch sonst eben den Spielern mal helfen, wenn es nicht so gut gelaufen ist und vielleicht Tipps geben. Ich denke, weil er auch in dem Bereich dann eben schon einiges mitgemacht hat und vielleicht auch selbst schon mal solche Erfahrungen gemacht hat. Und dann kann man natürlich das auch dann weitergeben. Du hast auch angesprochen, dass er auch im Ausland schon Erfahrungen gesammelt hat. Ist das für dich als junger Spieler auch klar? Bestimmt nochmal so ein Ziel, in einer der europäischen Top-Ligen, Italien oder Polen nochmal spielen zu können? Ja, jetzt gerade, wo ich neu bei der Nationalmannschaft auch dabei bin, wenn man die anderen Spieler sieht, die schon mehrere Jahre im Ausland spielen und sieht, auf was für ein Niveau die spielen, dann ist das natürlich dann auch schon der Traum, dass man auch mal in den Ligen spielen kann, wo es wirklich noch stärker zusammen sind, alle Mannschaften, wo das Niveau höher ist. Und das ist auf jeden Fall ein Wunsch, ja. Jetzt haben wir das erste Spiel gegen Herrsching relativ deutlich 3-0 gewonnen. Aber das Rückspiel geht natürlich wieder bei 0-0 los. Was glaubst du, wie schwer wird das Rückspiel jetzt? Ist ja noch nicht mal mehr in Herrsching, sondern es wird in Österreich, in Innsbruck gespielt. Ja, also die Herrschinger sind normal sehr heimstark. Jetzt dadurch, dass sie nicht in ihrer eigenen Halle spielen dürfen, ist das vielleicht nochmal ein kleiner Pluspunkt für uns, weil die Halle eben auch nicht besonders groß ist. Dort sind immer viele Emotionen dabei. Jetzt in Innsbruck auf mehr oder weniger neutralem Boden, denke ich mal, ist das für uns vielleicht ein bisschen einfacher, aber trotzdem haben die eine super starke Mannschaft. Wenn die einmal ins Spiel kommen, dann sind die extrem stark, haben viele gute Einsatzspieler und von daher müssen wir uns da wieder neu fokussieren, das letzte Ergebnis praktisch vergessen und wieder von vorne anfangen, um das nächste Spiel wieder neu anzugehen. Ein möglicher Halbfinalgegner, wenn es soweit kommen würde, wäre Berlin. Das hat diese Saison bei euch noch nicht so gut geklappt, kann aber in den Playoffs dann anders werden. Ja, genau, das hoffen wir dann, wenn es dann soweit ist. Berlin ist auf jeden Fall ein sehr harter Brocken, über die letzten Jahre hinweg immer vorne dabei in der Bundesliga und eben auch sehr viele gute Spieler. Was sie auch sehr stark macht, ist, dass sie eben auch sehr viele gute Wechselmöglichkeiten haben. Wenn es mal nicht so läuft, dann haben die immer noch jemanden in der Hinterhand, der dann auch nochmal das Spiel umreißen kann. Das macht es eben so schwer gegen die. Und da müssen wir gucken, dass wir da 110% geben, wenn es soweit ist und dann hoffentlich mal den ersten Sieg einfahren können. Kommen wir am Ende der Sendung nochmal kurz zu dir. Ich habe es vorhin gesagt, Weltmeister bei deiner Vorstellung, bist U19 Beachvolleyball-Weltmeister, hast dann aber, ich glaube, vor zwei Jahren dann gesagt, Beach, ja, macht Spaß, aber in Zukunft nur noch im Schwimmbad. Ich konzentriere mich ganz auf die Halle. Warum die Entscheidung so rum? Genau, das ist ja jetzt schon ein bisschen her.
Damals war ein Sommer, in dem ich mich voll auf Beachvolleyball konzentriert habe. Das war dann so abgesprochen, auch mit Jugendnationalmannschaft und meinem Trainer dann im Internat. Und ja, das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, war dann auch eine super Saison. Und danach kam dann aber eben der Punkt, wo man sagen muss, im Sommer sind entweder Jugendnationalmannschaftsturniere, beziehungsweise jetzt auch mit der Nationalmannschaft Maßnahmen, oder Beachvolleyball. Die Beachvolleyball-Saison geht dann auch nicht erst im Juni los, sondern schon im April oder noch früher, je nachdem, auf welchem Niveau man das betreibt. Und da muss man sich dann eben für eins entscheiden, wenn man eins voll machen will. Und zu dem Zeitpunkt, und das ist auch immer noch so, war das dann hauptsächlich eigentlich der Faktor, was macht mir mehr Spaß. Und das war dann eben der Hallenvolleyball. Und ja, da bis jetzt bereue ich die Entscheidung auch noch nicht. Und mal sehen, ob es irgendwann auch mal wieder in den Sand geht. Also die Option ist auf jeden Fall nochmal da. Ja, also man kann ja eben auch mal im Sommer, wenn mal Freizeit ist, auch die mal nutzen, um ein bisschen im Beachvolleyball wieder mitzumischen. Und die Option ist grundsätzlich immer da, dass man da mal wieder ein bisschen mehr Zeit investiert. Aber momentan läuft das so ganz gut. Als du hier noch im Volleyball-Internat warst, wie schwer ist es da gefallen, als Schüler sozusagen Sport und die Schule und jetzt im weiteren Leben auch noch Studium und den Sport, alles unter einen Hut zu kriegen? Also ich denke, das Internat war auf jeden Fall optimal dafür, um das zusammen unterzubringen. Und das hat auch damals gut geklappt. Das ging eigentlich einigermaßen reibungslos dann zusammen, auch wenn es manchmal natürlich ein bisschen mehr Aufwand war, man mehr Zeit investiert in den Sport und das dann eben auch für die Schule oder jetzt auch für die Uni kompensieren muss. Also das bedeutet dann schon nochmal mehr Aufwand, aber für mich ist es jetzt auch in der Uni eigentlich ein schöner Ausgleich zum Sport, dass man auch mal noch ein bisschen was anderes sieht, ein bisschen Abwechslung bekommt. Und ja, das ist mir eigentlich dann schon wichtig und da muss man eben gucken, dass man sich das so einteilt, dass es nicht zu großen Belastungen wird und den Sport dann runterzieht, dass man dort seine Leistung nicht bringen kann, sondern das ist eigentlich schon immer noch das Wichtigste, dass ich im Sport meine hundertprozentige Leistung bringe und dann gucke, was dabei noch möglich ist, eben für die Uni dann zu machen. Abschlussfrage mit der Nationalmannschaft. Die Qualifikation wird auch alles andere als einfach. Auf jeden Fall, das wird schon ein schwerer Brocken. Ich sag mal, jetzt ist ein neuer Trainer da, es wird sich einiges verändern. Ich war jetzt auch letztes Jahr zum ersten Mal richtig dabei, eine längere Zeit. Von daher wird man mal sehen, wie das dann alles läuft. Die Vorbereitungszeit ist auch nicht besonders lang, dadurch, dass alle noch längere Zeit in der Liga spielen. Mhm. Ja, von daher bin ich sehr gespannt, wie das wird. Aber auf jeden Fall wird es eine schwierige Sache. Dann wünsche ich dafür viel Erfolg. Danke, dass du uns heute im Studio warst. Sowohl Erfolg in der Nationalmannschaft, als auch natürlich jetzt kurzfristig erst einmal mit den United Volleys. Dankeschön. Liebe Zuschauer, das war's wieder von der Sportshow. Ich wünsche Ihnen eine sportliche Woche und dann sehen wir uns nächsten Montag zur gewohnten Uhrzeit. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.